Jetzt kommt Angelika Mlinar von den NEOS dran. Ich freue mich ja, dass wir heute hier in der Europastunde ein Thema diskutieren, bei dem wir wohl alle mehr oder weniger einer Meinung sind. Denn die Maut, wie sie zurzeit in Deutschland eingeführt werden soll, sehen wir alle gemeinsam nicht sehr gerne. Sowohl, weil sie für uns Österreicherinnen und Österreicher stark belastet wird, als auch, weil sie aufgrund von Nationalität diskriminiert und damit, wie schon von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern richtig festgestellt, gegen EU-Recht verstößt. Ich denke aber, wir sollten einen Schritt weitergehen und wir sollten viel mehr darüber nachdenken, wie wir eigentlich verkehrspolitisch uns weiterentwickeln wollen. Denn es ist klar, Verkehrspolitik ist leider nur einer von vielen Bereichen in Europa, in denen jedes europäische Land im Endeffekt sein eigenes Süppchen kocht. Und wie bei so vielen anderen Themen, wie zum Beispiel bei der Umweltpolitik, wie zum Beispiel bei der gemeinsamen europäischen Außenpolitik und vor allem und zuallererst bei einer gemeinsamen europäischen Asyl- und Migrationspolitik, wird auch bei der Verkehrspolitik kein Land alleine eine vernünftige Lösung auf die Beine stellen können, beziehungsweise gegen seine Nachbarländer erfolgreich sein. Und so wiederhole ich auch hier, was ich an anderer Stelle schon so oft gesagt habe. Wir brauchen mehr gemeinsames Handeln und mehr Zusammenarbeit auf EU-Ebene. Denn neben der Ausländerdiskriminierung ist das ein Hauptproblem bei dieser deutschen Maut. Mit ihrer Einführung wird ein EU-weiter Ansatz in der Verkehrspolitik de facto im Keim erstickt. Ich bin davon überzeugt, dass aber genauso ein EU-weiter Ansatz mit Berechnung nach dem Verursacherprinzip der wesentlich bessere Weg wäre. Ein erster konkreter Schritt in die richtige Richtung könnte hier beispielsweise die Ausweitung der EU-Richtlinie für die Erhebung von Gebühren für Lastkraftwagen auch auf Personenkraftwagen sein. Diese schreibt Rahmenbedingungen vor, sollten sich Mitgliedstaaten dazu entscheiden, Vignetten oder Mautgebühren für Lastkraftwagen einzuführen. Genauso könnte man sich ein Beispiel nehmen am nordischen System der Eurovignette für LKWs und diese auch in anderen Bereichen anwenden. Dass die deutsche Maut kein Vorbild für weitere Schritte und bessere Zusammenarbeit in Europa ist, haben viele meiner Vorrednerinnen und Vorredner schon festgestellt. Und wie von Kollegin Lunacek gerade erwähnt, wird der Verkehrsausschuss eben auf einer Initiative basierend auf Liberalen und Sozialdemokraten eine Resolution ausarbeiten, die eben nicht diskriminierende Lösungsansätze vorsieht. Und diese wird im Europäischen Parlament im Plenum im Februar diskutiert. Am Beispiel dieser deutschen Maut sehen wir also wieder sehr deutlich. Es braucht nicht weniger Europäische Union, es braucht mehr Europäische Union. Das Fehlen von EU-Gesetzgebung führt in diesen wie in vielen anderen Fällen zur Entstehung von verschiedensten Fleckerlteppichen, die mitunter eben diskriminierend sind und wie in diesem Fall ganz konkret zu Konflikten führen. Und hier ist auch Österreich nicht vollkommen unbelastet. Wir denken auch hier noch viel zu sehr entlang unserer nationalen Grenzen. Denn wie vom Kollegen Michael Bernhard früher richtig erwähnt, haben auch wir in Österreich sehr viel Wert auf die selbstständige Einführung unserer eigenen Maut gelegt. Und auch hier gab es Probleme, wie schon zuvor gehört, unter anderem mit der Erhöhung der Pendlerpauschale. Daher, ich begrüße an sich die von Österreich geführte Initiative auf EU-Ebene gegen diese Maut, die gemeinsam mit anderen Ländern an einem gemeinsamen Ziel arbeitet. Und mein früherer Kollege und jetziger Verkehrsminister Jörg Leichtfried ist vom Grundgedanken her auf dem richtigen Weg mit seiner Initiative in Brüssel. Politik in Europa und auch überall sonst ist bekanntlich ein konstantes Suchen von Kompromissen und Gemeinsamkeiten. Von der Verkehrspolitik und der Handelspolitik über die EU-Budgets bis hin zur Stimmgewichtung im Rat und im Sitzen im EU-Parlament. Es stehen wichtige Diskussionen und Entscheidungen an, die die Zukunft nachhaltig prägen werden. Ich bin der Ansicht, wir sollten uns alle aufraffen und ein größeres Bild bzw. langfristige Lösungen suchen, und die uns alle weiterbringen könnten. Gerade in Zeiten wie diesen müssen wir diese Chancen ergreifen. Hvala lepa. Angelika Mlinar ist Kärntner Slowenin und spricht daher ihre Begrüßung und Verabschiedung stets in einem Satz in Slowenisch.